der Isar. Kapp liegt in der Isar. Er ist tot. Was ist? Kapp? Isar? Hört es doch. Was ist los? Kapp in der Isar. Ja? Welcher Kapp? Der Buchhändler-Kapp? Ist das ein Grund, nicht in die Kirche zu gehen? Roland! Aber wenn es wirklich Kapp ist, wir gehen doch alle hin! Frau Kapp! Frau Kapp! Roland, was ist? Ihr Mann, Frau Kapp. Er liegt in der Isar. Er liegt in der Isar, Frau Kapp. Er ist tot. Frau Kapp! Warte unten. Mein Bruder ist tot, sagst du? Er liegt in der Isar, Kapp. Ich hab ihn gesehen. Sie haben ihn gerade rausgeholt. Die Polizei ist schon da. In der Isar? Wie kommt er denn in die Isar? Bleib oben, Hertha! Bleib oben! Ich werde mich erkundigen! Frau Kapp? Morgen, Rewe. Morgen, Chef. Na, ist das Wochenende zu deiner Zufriedenheit verlaufen? Ah, mir ist es gut bekommen. Aber dem Buchhändler Kapp ist es nicht gut bekommen. Ach, das tut mir leid. Aber wer ist der Buchhändler Kapp? Ich kenne ihn auch nicht. Sein Name steht im Polizeibericht und der liegt auf Ihrem Tisch. Darf ich mal fragen, warum ich das jetzt erst erfahre? Ja, soviel ich weiß, hat man zuerst geglaubt, es ist ein Unfall. Ach so. Und die Jungs? Die sind schon hin. Danke. Verletzungen? Keine. Sein Wagen stand hier drüben und eine Tür war offen. Welche Tür? Ja, nach Auskunft der Landpolizei, die linke hintere. Aha. Guten Morgen, Chef. Morgen. Übrigens, der Mann war sinnlos betrunken, über 3 Promille. Ich glaube kaum, dass der imstande war, seinen Wagen zu fahren. Hast du ihm erzählt, ja? Ja, dass die linke hintere Tür offen stand. Ja, wir sind der Meinung, dass er hierher gefahren wurde. Ja, man hat ihn hierher getragen oder geschleift und dann ertränkt. Ja, das ist eine Annahme. Ja, Spuren gibt's keine mehr. Die Neugierigen haben alles zertrampelt. Bleibt uns nur festzustellen, wo der Mann sich so sinnlos betrunken hat. Kommissar Keller, Kriminalpolizei. Guten Tag. Wir hätten gern Frau Kapp gesprochen. Ja, sofort. Einen Moment, bitte. Danke. Guten Tag. Wie heißen Sie denn? Roland Beifußig. Ich bin Lehrling hier. Guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Kapp. Richard Kapp ist mein Bruder. Meine Schwägerin erwartet Sie oben. Wenn ich Sie bitten darf. Ja, gerne. Ist das der Wagen des Toten da draußen? Ja, ich habe ihn hierher gefahren. Es war doch hoffentlich kein Fehler. Kann ich meinen Schlüssel haben? Ja, natürlich. Bitte schön. Harry. Darf ich vorgehen? Ich war
Was wollen denn die? Er ist tot. Er ist ertrunken. Wieso kommt denn da jetzt Polizei? Was wollen denn die? Ich glaube nicht, dass die Sache so einfach ist. Wieso denn nicht? Wieso nicht? Er ist doch ertrunken. Ich hab doch gesehen, wie er im Wasser lag. Fragt sich nur, wie er da reingekommen ist. Wieso reingekommen? Er war betrunken. Wenn er betrunken war, machte er alles Mögliche. Das Verrückteste machte er. Wenn er betrunken ist, dann... Wissen Sie, dass er betrunken war? Weil er jeden Samstagabend betrunken ist. Jeden Samstag? Jeden Samstag ist er nach München reingefahren. Wenn er zurückkam, war er betrunken. Wie redest du denn? Herr Kapp ist dein Chef? Mein Chef? Was ist er gewesen? Ich habe ihn gestern Morgen angerufen. Ich sagte, Richard ist nicht nach Hause gekommen. Und daraufhin bin ich hierher gefahren, um meiner Schwägerin zu beraten, was man tun kann. Da kam aber schon der Lehrjunge angelaufen und sagte, dass man meinen Bruder gefunden hat, in der Isar. Ihr Mann ist also nicht nach Hause gekommen. Wo war er denn? In München. In München? Irgendwo in München, ich weiß nicht wo. Mein Bruder ist jeden Samstag in die Stadt gefahren. Er besuchte die Lokale. Er zog von einer Bar in die andere. Allein? Keine Ahnung, er hat nie darüber gesprochen. Wann ist er denn losgefahren am Samstag? Abends. Nach dem Abendessen. Und wann kam er gewöhnlich zurück? 2, 3. War er betrunken? Ja. War er immer betrunken, wenn er zurückkam? Jedes Mal. Ich glaube, du musst es sagen, Hertha. Was? Was muss sie sagen? Was los war, wenn er nach Hause kam. Du musst sagen, was los war. Warum soll ich das erzählen? Ich will nicht daran erinnert werden. Sag es. Es ist notwendig. Der Kommissar muss sich ein Bild machen. Hallo. Du bist wach? Willst du sagen, dass du auf mich gewartet hast? Ich habe nicht auf dich gewartet. Nein? Willst du nicht wissen, wo ich war? Was ich alles erlebt habe? Nein. Ich will es nicht wissen. Und warum willst du es nicht wissen? Richard, bitte. Was heißt denn Richard, bitte? Was heißt das? Warum kriegst du denn zurück von mir? Bin ich dir zuwider? Hast du Angst vor mir? Weil du betrunken bist und weil du mich wieder schlagen wirst. Er hat sie jedes Mal geschlagen, wenn er nach Hause kam. Er hat sie grün und blau geschlagen. Sogar der Lehrjunge aus der Buchhandlung wusste, dass die Nacht zum Sonntag die Nacht war, in der die Frau seines Chefs verprügelt wurde. Erzähl die Geschichte mit dem Lehrjungen. Frau Kapp! Frau Kapp! Wer ist denn das? Wer ist denn da draußen? Frau Kapp! Das ist doch der Lehrjunge. Beifuß? Warte, lauf nicht weg. Komm her. Entschuldigen Sie, Herr Kapp, ich kam ganz zufällig vorbei, weil ich hörte, dass... Komm rein. Los, komm rein. Geh rauf, los, geh rauf. Entschuldigen Sie bitte, Herr Kapp. Du sollst raufgehen, habe ich gesagt. Ich habe nur unten gestanden, ganz zufällig. Los, rauf, weg. Da ist sie. Sieh sie dir an. Guten Abend, Frau Kapp. Warum bringst du den Jungen rauf? Hast du ihren Hilfspolizisten da unten hingestellt? Warum stehst du da unten und rufst? Hast du Angst, hier wird jemand totgeschlagen? Sie lebt. Du siehst, dass sie lebt. Ja, Herr Kapp. Ja, Herr Kapp. Hol ihr ein Glas Wasser. Ja, Herr Kapp. Was machst du mit dem Jungen?
ich gewusst, dass du ein Kavalier hast. Der hat ja richtig Angst gehabt, dass ich dich totschlage. Bitte, Franka. Alkohol. Danke. Bitte. Ja, jetzt mach, dass du rauskommst. Verschwinde! Sie sehen, ich kann nichts Gutes über meinen Bruder berichten. Ich nicht, seine Frau nicht. Aber gestatten Sie mir eine Frage, Herr Kommissar. Warum ist die Mordkommission hier? Sie glauben doch nicht, dass mein Bruder... Denken Sie an Mord? Ich habe noch eine Frage. Sie erzählten, dass der Lehrjunge hier unten einmal vor Ihrem Fenster gestanden hat. Stand er da rein zufällig? Nein, das ist es ja, was ich Ihnen gesagt habe. Man wusste, dass in der Nacht zum Sonntag seine Frau verprügelt. Sogar der Lehrjunge hat es gewusst. Und aus diesem Grunde stand er hier unten am Fenster? Ja. Wussten Sie es auch? Ja, natürlich. Warum haben Sie dann nicht vor dem Fenster gestanden und haben auf Ihren Bruder gewartet und Ihre Schwägerin beschützt? Die Verhältnisse in diesem Haus waren eine große Belastung für mich, aber ändern konnte ich sie nicht. Danke. Ach, verzeihen Sie, Sie sind... Ich heiße Schulte. Ich bin Angestellte hier. Ist der Lehrjunge nicht da? Nein, er geht mittags zum Essen nach Hause. Kennen Sie eigentlich die Verhältnisse hier? Was für Verhältnisse meinen Sie? Ja, also die familiären. Darum habe ich mich nicht gekümmert. Herr Kapp ist doch jeden Samstag in die Stadt gefahren. Hat sich da völlig betrunken und dann seine Frau geschlagen. Warum das eigentlich? Das weiß ich nicht. Dass er sie geschlagen hat, das wissen Sie? Ja, das weiß ich. Es war nicht zu übersehen. Montags... Was waren da? Zwar kam sie montags immer runter, aber sie bediente nicht. Sie saß da hinten, machte die Abrechnungen. Sie ließ den Lehrjungen den Tisch da hinten in die Ecke stellen. Wegen der blauen Flecken. Ja, das nehme ich an. Wissen Sie, dass der Lehrjunge einmal nachts hier draußen auf der Straße gestanden hat? Auf der Straße nachts? Ja, und ihn aufgerufen hat, als er hörte, dass Herr Kapp seine Frau schlug. Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber das wundert mich nicht, denn er mochte Frau Kapp. Er liebte sie. Ein Junge von 17 Jahren, verstehen Sie, eine Schwärmerei. Er hat sehr darunter gelitten, dass Herr Kapp seine Frau sehr schlecht behandelte. Und jeden Montag war seine erste Frage... Guten Morgen, ist Frau Kapp schon da? Nein, sie ist noch oben. Wiederschauen, Frau Schulte. Auf Wiederschauen, danke schön. Haben Sie schon was von ihr gehört? Nein, nicht. Er hörte es sofort, wenn sie herunterkam. Am Schritt. Guten Morgen, Frau Kapp. Guten Morgen, Roland. Wie geht es Ihnen, Frau Kapp? Danke, Roland, gut. Er fragte jedes Mal, wie es ihr geht. Und sie sagte jedes Mal, danke, Roland, gut. Sie tat ihm schrecklich leid. Und er zeigte es ihr. Weil er sie liebte. Ach, was Sie bitte nicht falsch verstehen wollen. Ich sagte ja schon. Die Schwärmerei eines 17-Jährigen. Ja. Die Herr Kapp zur Kenntnis, ne? Ist ihm natürlich nicht verborgen geblieben. Er machte sich lustig darüber. Erzählen Sie. Herr Kapp kam montags immer später herunter, so gegen 11, wenn er ausgeschlafen hatte. Er sah dann jedes Mal, dass seine Frau nicht an der gewohnten Stelle saß. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kapp. Na, hast du dich wieder in deine Ecke zurückgezogen? Morgen, Herr Kapp. Hast du den Tisch dahingestellt? Jawohl, Herr Kapp. Warum tust du das?
Frau Kapp hat mich drum gebeten. Warum weinst du denn? Ich weine noch nicht, Herr Kapp. Es hört sich aber so an. Hören Sie das nicht auch, Fräulein Schulte? Was soll ich hören? Dass er fast weint. Ich glaube, Hertha, du hast hier einen wahren Freund. Sag mal, liebst du meine Frau? Sehen Sie, Fräulein Schulte, er zittert. Und er wird rot. Er wird tatsächlich rot. Ich gratuliere dir zu dieser Errungenschaft. Sagen Sie, warum hat denn Frau Kapp ihren Mann nicht verlassen? Was meinen Sie, Scheidung? Ein Mann, der seine Frau immer verprügelt? So leicht lässt man sich doch nicht scheiden. Wurde denn nie drüber geredet? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das wär's erst einmal, Frau Schulte. Oder Fräulein Schulte. Ich bin nicht verheiratet. Na, Walter? Ist nichts festzustellen. Wir müssen den Wagen mitnehmen. Ja, gut. Herr Harry? Ja? Geh doch noch mal rein und sage Frau Kapp, dass wir den Wagen mitnehmen, ja? Und vergiss nicht die Adresse von dem Lehrjungen. Habt ihr mir nicht erzählt, dass der Tote Rechnung in der Tasche gehabt hat? Ja, von Münchner Lokalen. Hohe Rechnung? Nicht so schlimm, 3 Promille kommen da eigentlich nicht zusammen. Was für Lokale? Nachtlokale, Bars, keine sehr guten, fast alle in der Bahnhofsgegend. Na ja, schaut euch am besten da mal um. Bleiben Sie noch hier? Ja, ich möchte doch noch mal mit dem Lehrjungen sprechen. Ich fahre hin. Ja, das ist mein Neffe. Was wollen Sie von ihm? Können wir ihn mal sprechen? Bitte. Danke. Kleinen Moment, bitte. Ja, bitte. Das ist meine Schwester Martha. Kommissar Keller, das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Tag. Guten Tag. Tag. Ich bin Lehrerin hier an der Volksschule. Meine Schwester ist auf der Gemeinde tätig. Was wollen Sie von unserem Neffen? Ist er nicht da? Doch, er ist da. Er ist gerade beim Essen. Sie kommen zur Essenszeit. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Dürfen wir hier warten? Ich bin schon fertig. Du, Martha? Ich habe keinen Hunger mehr. Bitte. Danke. Was untersuchen Sie denn eigentlich? Den Tod des Herrn Kapp. Tja, ist denn da nicht alles klar? Der Mann ist doch schrecklich betrunken gewesen. Wie man überall hört. Wir untersuchen, ob er nicht ertränkt worden ist. Ertränkt? Ertränkt? Ja. Es spricht nämlich einiges dafür, dass Herr Kapp ermordet worden ist. Ermordet? Ermordet. Ihr Neffe wohnt bei Ihnen? Ja, bei uns. Warum wohnt er bei Ihnen? Weil sein Vater gestorben ist. Die Mutter lebt in München. Sie arbeitet. Sie ist nicht in der Lage, für ihn zu sorgen. Nicht so zu sorgen, wie es notwendig wäre. Und wie wir es können. Er hat hier seine feste Ordnung. Ja, ich verstehe. War er Samstagnacht zu Hause? Nein, samstags besucht er seine Mutter. Damit der Kontakt nicht verloren geht. Er übernachtet dort und fährt sonntags wieder zurück. Wo wohnt seine Mutter? In München. Im Norden von München. Und wie lange fährt man bis dorthin? Fast eine Stunde. Warum fragen Sie danach? Ihr Neffe war auch vorgestern Nacht nicht hier. Spielt das irgendeine Rolle? Können wir Ihren Neffen jetzt sprechen, bitte? Hol ihn, Martha. Wir würden gern allein mit Ihrem Neffen sprechen. Allein? Warum allein?
Was für Fragen wollen Sie ihm stellen? Er ist minderjährig. In gewisser Weise ist er fast noch ein Kind. Darauf werden wir Rücksicht nehmen. Bestehen Sie darauf, allein mit ihm zu sprechen? Ja. Gib keine zweifelhaften Antworten? Beschuldige niemanden? Denke daran, was andere Leute tun, geht uns nichts an. Wir verlassen den Raum sehr ungern. Sie wissen, dass Herr Kapp, wenn er in der Nacht zum Sonntag nach Hause kam, seine Frau geschlagen hat? Ja. An anderen Tagen nie? Nein, dann war er nicht betrunken. Er hat seine Frau immer nur geschlagen, wenn er betrunken war. Und betrunken war er immer nur samstags. Ja. Kann man sagen, dass er in die Stadt gefahren ist, um sich zu betrinken? Ich glaube... Dass man das sagen kann? Ja. Wissen Sie, warum er seine Frau geschlagen hat? Nein, das weiß ich nicht. Sie haben auch gar keine Vermutungen? Nein. Hm. Rauchst du schon? Rauchen Sie schon? Ja. Setzen Sie sich. Danke. Sie besuchen samstags immer Ihre Mutter. Ja. Wann fahren Sie denn da weg? Gegen 5 mit dem Autobus. Und wann kommen Sie wieder? Sonntagmittag. Ah. Sehr seltsam. Manchmal stehen Sie aber in der Nacht zum Sonntag vor der Buchhandlung und warten auf Herrn Kapp. Haben Sie auf ihn gewartet? Ob Sie auf ihn gewartet haben? Ja, ich habe auf ihn gewartet, weil ich wusste ja, dass er Sie geschlagen hat. Und ich dachte, vielleicht muss ihr jemand helfen. Dann sind Sie also nicht immer zu Ihrer Mutter gefahren? Nein. Sondern haben auf der Straße gewartet, bis Herr Kapp nach Hause kam? Ja. Wo haben Sie gewartet? Auf der anderen Straßenseite habe ich gewartet. Bis er kam. War jedes Mal dasselbe. Man hörte seine Stimme und dann schlug er sie. Schlug er sie! Das war um wie viel Uhr? 2 oder 3. Na, da war es ja zu spät, noch zu Ihrer Mutter zu fahren. Wo haben Sie denn die Nacht verbracht? Im Bücherlager. Ich habe den Schlüssel dafür. Wo ist denn das Bücherlager? In einem Anbau im Hof. Und das ist ein Gebäude mit der Buchhandlung? Hat denn niemand gemerkt, dass Sie dort geschlafen haben? Kapp hat es einmal gemerkt. Und einmal fand er mich. Hier steckst du also. Schön, sehr, Kapp. Ich gehe sofort weg. Warum stehst du hier auf dem Fußboden? Ich bin doch samstags immer bei meiner Mutter gehabt. Da kann ich doch jetzt nicht mehr hin. Du wohnst doch bei deinen Tanten. Die wissen doch nicht, dass ich nicht gefahren bin. Warum bist du denn nicht gefahren? Weil du vorm Fenster stehen musst? Schauen Sie, Herr Kapp. Warum schlagen Sie Ihre Frau? Hierauf. Frag sie. Na los.
Er war wieder da, hat wieder gewartet. Entschuldigen Sie, Herr. Er will wissen, warum ich dich schlage. Sag's ihm. Stehst du wirklich jeden Samstag auf der Straße unten und wartest? Entschuldigen Sie, Frau Kapp. Komm mal her. Warum tust du das? Sie sagte mir nicht, warum er sie schlägt. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie vorgestern Nacht Ihre Mutter besucht? Nein. Sie haben also wieder vor der Buchhandlung gestanden und auf einen Cup gewartet? Ja. Haben Sie einen Cup gesehen? Nein, er ist ja nicht gekommen. Sie wissen genau, dass der Cup nicht gekommen ist. Wie lange haben Sie denn auf ihn gewartet? Bis um drei. Kann er nicht trotzdem gekommen sein? Und Sie haben es nur nicht gehört. Ich hätte ihn ja sehen müssen. Ach, und dann dachten Sie, jetzt kommt er nicht mehr, oder was? Ich dachte, ihm ist vielleicht was passiert. Und was sollte ihm passieren? Weil er doch immer betrunken ist und mit seinem Auto fährt. Sie haben also wieder im Bücherlager geschlafen. Ja. Und nichts gehört oben in der Wohnung? Überhaupt nichts? Überhaupt nichts. Wie lange dauert das denn noch? Was machen Sie denn mit dem Jungen? Wir sind schon fertig, er kann gehen. Der Junge muss sicher wieder in die Buchhandlung zurück, nicht wahr? Ja, er muss gehen. Geh, Roland. Ich habe noch eine Frage an Sie beide. Wussten Sie, dass Ihr Neffe manchmal nicht zu seiner Mutter fährt? Nicht zu seiner Mutter? Was erzählen Sie denn da? Er fährt jeden Samstag. Wir haben ihm die Situation doch genau erklärt. Ja, ja, das haben Sie. Ich hoffe, wir haben Sie nicht allzu sehr gestört. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Müssen wir Sie nicht zur Tür bringen? Hoffentlich sieht keiner, dass Polizei aus unserem Haus kommt. Ich möchte nur wissen, was Sie den Jungen gefragt haben. Warum hat Ihr Bruder seine Frau misshandelt? Wenn es einer weiß, dann wissen Sie es. Es ist Ihr Bruder, es ist Ihre Schwägerin. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefragt, warum schlägst du Hertha? Warum schlägst du sie auf diese brutale Weise? Er hat gesagt, wenn ich Samstag nach Hause komme, denke ich, sie ist weg. Warum geht sie nicht weg, hat er mich gefragt. Ich habe ihr oft gesagt, warum gehst du nicht weg? Warum bleibst du hier und wartest, bis er kommt und dich verprügelt? Ja, was hat sie gesagt? Nichts. Vielleicht ist sie aus Hass geblieben. Aus schrecklichem Hass. Kennen Sie das Sprichwort, wer schlägt, tut sich selber weh? Vielleicht zwang sie ihn, sich ständig selber weh zu tun. Ich weiß, es klingt sehr merkwürdig, aber das ist die Erklärung, die ich gefunden habe. Sind Sie immer Schreiner gewesen? Nein. Nach dem Tod meines Vaters musste ich das Geschäft übernehmen, aber ursprünglich hatte ich andere Interessen. Danke. Herr Kapp, seit wann schlägt denn Ihr Bruder seine Frau? Seit einem halben Jahr. Ja, ist er vom halben Jahr irgendwas vorgefallen? Ich meine, was Besonderes. Was fragen Sie mich? Ich weiß es nicht. Außerdem, was spielt es jetzt noch für eine Rolle? Er ist tot und der Isa ertrunken. Es war ein Unfall. Alles Aufwühlen hat doch keinen Sinn mehr. Halten Sie es wirklich für einen Unfall? Ja. Frau Kapp ist nicht hier? Nein, sie ist oben. Sie kommt heute nicht herunter. Sie hat sich hingelegt. Roland? Ja? Zeigen Sie mir mal das Bücherlager. Ja, Kommissar. Hier. Ja. Darf ich du sagen? Ja, bitte, Herr Kommissar. Du bist 17, ne? Ich werde in einem Dreivierteljahr 18. Von heute. Und hier hast du also geschlafen. Wie oft? Hier auf dem Boden? Ja. Ah, ist ja reichlich unbequem. Aber du hast ja wohl nicht sehr viel geschlafen. Herr Kapp hat also gewusst, dass du hier unten auf ihn gewartet hast. Dass du die Nacht also im Bücherlager verbracht hast. Den Schlüssel hat er dir nicht weggenommen? Nein. Kannst du dir erklären, warum nicht?
Weil es ihm gleichgültig war. Gibt es eine direkte Verbindung von hier zur Wohnung? Über die Treppe, ja. Wenn Herr Kapp gewusst hat, dass du hier unten bist, hat es da Frau Kapp auch gewusst? Ja. Während Frau Kapp also oben auf ihren Mann gewartet hat, hat sie gewusst, dass du hier unten bist. Ja. Sie kam einmal herunter. Du bist wieder da. Warum gehst du nicht nach Hause? Ich will nicht, dass du hier wartest, nicht hier und nicht draußen. Warum tust du das? Setz dich wieder. Du willst mir helfen, nicht? Warum willst du mir helfen? Du kannst mir doch gar nicht helfen. Ich danke dir, Roland. Roland! Ich will nicht, dass er sie schlägt. Ich will es nicht. Warum tut er das? Ich will nicht, dass er es tut! Entschuldigen Sie, Volker. Bitte entschuldigen Sie. Du liebst Frau Kapp. Fräulein Schulte? Ach, Polizei? Ja. Nochmal? Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Wieso? Der Tod Ihres Mannes, das heißt, die Umstände sind noch nicht ganz klar. Nein? Wo ist der Lehrjunge? Der ist mit dem Kommissar im Bücherlager. Ein Kommissar im Bücherlager, wozu? Ich bin dann wieder oben. Fräulein Schulte, ich wollte Sie bitten, dem Jungen zu sagen, dass er zu Hause bleiben soll. Ja. Er kann hier seine Lehre nicht zu Ende machen, nachdem mein Mann gestorben ist. Er sollte sich vielleicht gleich um eine neue Stelle bemühen, damit er keine Zeit verliert. Wollen Sie ihm das bitte sagen? Ja, ich kann ihm das sagen. Und er möchte Ihnen bitte den Schlüssel geben. Zum Bücherlager. Ach, hat er den? Ja. Er soll ihn abgeben. Ich werde mich dann ab morgen wieder selbst mehr um das Geschäft kümmern. Ja. Nur wollen Sie es dem Jungen bitte sagen, ja? Ja, Frau Kapp. Warum wirft sie denn den Jungen raus? Ja, nur sagen Sie es ihm. Das kann ich doch nicht machen. Jedenfalls nicht in dieser Weise. Frau Kapp war nämlich gerade hier unten und hat Fräulein Schulte gebeten, dem Lehrjungen zu sagen, dass er sich eine andere Stelle suchen soll. Mit welcher Begründung? Nachdem Herr Kapp tot ist, gibt es anscheinend kein Lehrverhältnis mehr. Das ist doch Unsinn. Ich bin doch auch Buchhändlerin. Aber sie will ihn nicht mehr sehen. Soll er gleich gehen? Es hörte sich so an. Ja, dann packst du jetzt am besten ein und gehst. Hast du gehört? Will sie nicht herunterkommen und es ihm selber sagen? Offenbar nicht. Sie will sich auch nicht von ihm verabschieden? Das glaube ich nicht. Hast du alles? Ja. Ist jemand zu Hause bei dir? Ich weiß nicht, aber ich habe einen Schlüssel. Ja, dann gehst du jetzt. Seh dich sicher noch. Auf Wiedersehen, Fräulein Schulte. Auf Wiedersehen, Roland. Man kann den Jungen doch nicht einfach so gehen lassen. Rauswerfen, das ist doch unmöglich. Tja, die Frage ist nur, warum tut sie es? Auf Wiedersehen, Fräulein Schulte. Auf Wiedersehen. Haben Sie es ihm
Ist er weg? Ja. Na und? Wie hat er es aufgenommen? Wortlos. Sie hat ihn tatsächlich rausgeworfen. Der Kommissar bestätigt es. Ist denn das nicht unglaublich? Ja. Und es wäre falsch, nur noch Rücksicht zu nehmen. Findest du nicht? Ja. Wir haben Ihnen etwas zu sagen, Herr Kommissar. Ja, ich weiß. Sie wissen? Was wissen Sie? Haben Sie Telefon? Natürlich haben wir Telefon. Hat Rolands Mutter Telefon? Ja. Ja, dann wird sie also doch angerufen haben, wo bleibt der Junge? Er ist nicht gekommen. Wieder nicht gekommen. Daraufhin werden Sie den Jungen gefragt haben, wo hast du die Nacht verbracht? Ja, ja, das ist richtig. Daraufhin hat er gesagt, im Bücherlager. Und auf Ihre Frage, warum? Warum, Roland? Da hat er nicht geantwortet. Oder hat er geantwortet? Nein. Aber schließlich haben Sie es doch herausbekommen. Ja. Und zwar was? Dass ein 17-jähriger Junge, der seinen Verstand verloren hat. Ein erstes Gefühl. Es hat ihn krank gemacht. Wir haben auf ihn eingeredet mit Engelszungen. Was geht dich diese Frau an? Was kümmerst du dich um sie? Es sind fremde Leute, fremde Verhältnisse, die dich nichts angehen. Wir haben ihn eingeschlossen abends, aber er ist aus dem Fenster raus, wie ein Hund, der nicht zu halten ist. Roland, was ist passiert zwischen dir und Frau Kapp? Na? Roland? Roland, komm doch auf. Sie sagte, komm rauf. Ich bin dann über das Bücherlager raufgegangen, weil sie gesagt hat, komm rauf. Machst du uns was zu trinken? Kommst dann her? Warum stehst du immer unten? Du kannst es nicht ertragen, dass er mich schlägt. Dass er mich quält. Dass er nie aufhören wird, mich zu quälen. Das kannst du nicht ertragen, nein? Nein? Er weiß es. Er weiß es, dass du da bist. Und er weiß, dass du es nicht ertragen kannst. Er quält dich genau so, wie er mich quält. Und niemand, der ihn hindert, mich und dich zu quälen. Jemand, der mich liebt. Roland, wie spät ist es? 12 Uhr. Das ist doch noch früh. Du hast noch nie vor eins nach Hause gekommen. Oh, komm. Komm wieder hier und setz dich. Ich kann nicht schlafen. Ich habe noch nie geschlafen, bevor er nach Hause gekommen ist. Ich kann nicht schlafen, weil ich Angst habe. Ich liege hier und denke nach, warum es niemanden gibt, der mir hilft. Ich zermartere mir den Kopf, wo jemand sein könnte, der mir helfen kann. Warum hilft mir denn niemand? Warum hilft mir niemand? Warum nicht? Warum nicht? Wie kann sie den Jungen an ihr Bett holen? An ihr Bett, hast du das gehört? Was wollte sie von dir? Hat sie ausgesprochen, was sie von dir wollte? Putz dir das Gesicht ab, Roland.
Hat sie gesagt, was sie von ihr wollte? Sie hat nichts gesagt, außer... Hilf mir. Hilf du mir. Sie können ihn nicht weiterführen. Ich erlaube nicht, dass er auch nur noch ein Wort sagt. Geh hinaus. Bring ihn hinaus. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Schließlich machen Sie noch einen Mörder aus ihm. Wäre das so unmöglich? Er war vorgestern Abend hier. Das ist die Rechnung, die er bezahlt hat. Und so sah er aus. Erinnern Sie sich an diesen Mann? Ja, ich erinnere mich. Kam er öfter her? Jeden Samstag. Jeden Samstag? Was ist mit dem Mann? Er ist tot und wir versuchen rauszubekommen, wie er seinen letzten Samstagabend verbracht hat. Wissen Sie, der Mann hat Gesellschaft gesucht und die Erika soll mal kommen. Er hat sich meistens ein Mädchen an den Tisch kommen lassen, die kennen ihn alle hier. Er war nicht, sagen wir mal so, nicht wählerisch. Wenn er nur jemanden hatte, der mit ihm trinken und reden konnte. Das war mein Eindruck. Mein Typ wird verlangt? Zeigen Sie doch mal. Der war doch vorgestern hier. Bist du nicht mit ihm am Tisch gesessen? Ja. Wieso zeigen Sie mir seinen Pass? Braucht er den nicht mehr? Er ist ertrunken. Ertrunken? Sie kennen diesen Mann? Ja, den kenne ich sehr gut. Das heißt gut, er war öfter hier. Auch vorgestern? Ja. Sagen Sie mal, was heißt ertrunken? In der Isar ertrunken. Also wissen Sie, so wie ich den kenne, von Wasser hielt er nicht viel. Der kam hier, um sich einen anzusaufen. Warum trank er? Hat er Ihnen das gesagt? Seine Frau hat ihn betrogen. Mit seinem eigenen Bruder. Wann hat er Ihnen das erzählt? Irgendwann einmal. Ist schon länger her. Hören Sie, das ist jetzt sehr wichtig für uns. Was hat er erzählt? Können Sie das wiedergeben? Genau wiedergeben? Genau wiedergeben? Wissen Sie, so interessant war das nicht für mich. Und vorgestern? Sie haben mit ihm gesprochen, sagen Sie. Ja, aber nur kurz, weil es kam dann jemand. Er sagte zu mir, geh mal ein bisschen beiseite jetzt. Ich sehe, ich krieg Besuch. Und wer war das? Ich weiß nicht, ich bin ja weggegangen vom Tisch. Ich meine, war es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann war es. Den Sie doch sicher beschreiben können. Wie alt war er? Wie sah er aus? Ja. Keller. Interessante Neuigkeiten, Chef. Ja. Ja. Mit dem eigenen Bruder betrogen? Ja, er hat es selber gesagt. Es gibt eine Zeugin dafür, aber... Entschuldigen Sie, aber es ist so wahnsinnig laut hier. Es geht noch weiter, Chef. Vorgestern Nacht ist Kapp wieder hier gewesen. Und es hat sich jemand zu ihm an den Tisch gesetzt. Ein Mann so um die 40. Soll ich Ihnen mal die Beschreibung durchgehen? Ja. Ja? Ja? Verzeihung, Chef. Moment mal, Rebania. Ja? Passt die Beschreibung auf jemanden? Ja, das kann man wohl sagen. Sie passt haargenau auf Georg Kapp. Danke, Robert. Harry hat angerufen. Der Junge steht wieder vor der Buchhandlung. Sie uns erwartet? Ach, Sie haben noch gearbeitet. Ja, ich habe zu wenig Bürokräfte und sitze ich abends immer noch über den Küchen. Herr Kapp, stimmt es, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrer Schwägerin haben? Hat sie es gesagt? Das heißt, ich hatte es, aber ich habe es längst nicht mehr. Es hat sich alles so verändert. Es ist mit einem Wort nicht zu erklären. Wir haben genügend Zeit.
Irgendwann fing ich an, meine Schwägerin zu lieben. Es war lange bevor wir eine konkrete Beziehung zueinander hatten. Ich respektierte die Tatsache, dass sie verheiratet war. Mit meinem Bruder verheiratet war. Aber eines Abends da... Es ging von ihr aus. Sie hatte längst gemerkt, wie es um mich stand und wie verliebt ich in sie war. Sogar mein Bruder hat es gemerkt und machte sich darüber lustig. Ich habe sie geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Warum hat sie sich dann nicht scheiden lassen? Es ist etwas komplizierter, denn sie liebt mich nicht. Ach so. Warum hat sie denn das Verhältnis überhaupt angefangen? Sie werden es nicht glauben, seit einem halben Jahr versuche ich, eine Erklärung zu finden. Und ich habe eigentlich nur diese. Sie hatte eine Beziehung zu ihrem Mann, die unauflösbar war. Es war Liebe, es war Hass, es war beides zusammen. Zwei Menschen, die wie ineinander verklammert waren. Eine Beziehung, die wie ein Kampf war, den beide gegeneinander führten. Und der nur mit einer Katastrophe endete. Sie haben sich am Samstagabend mit Ihrem Bruder in München getroffen. Das wissen Sie? Hat sie es gesagt? Wusste denn Frau Kapp, dass Sie mit Ihrem Bruder sich treffen würden? Ja. Es ist gut. Es ist gut so und ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich hätte es länger nicht mehr ausgehalten. Meine Schwägerin sagte zu mir, hilf mir. Warum hilfst du mir nicht? Ich sagte, ich kann ihn doch nicht umbringen. Darauf sagte sie, warum nicht? Da begann ich mir Gedanken darüber zu machen, wie ich meinen Bruder umbringen könnte. So weit ist es mit mir gekommen, dass ich mir Pläne darüber machte, wie ich meinen Bruder töten kann. Aber die Pläne, die ich mir machte, taugten alle nichts. Und übrig blieb nur einer. Der, den ich am vergangenen Samstag ausführen wollte. Es war ein ganz einfacher, ein ganz simpler Plan. Ich habe mich unter einem Vorwand mit ihm getroffen. Lass uns reden, habe ich gesagt. Lass uns über alles reden. Aber ich wollte mit ihm nicht reden. Ich wollte ihn betrunken machen. Sinnlos betrunken. Weil ich wusste, dass er immer mit dem Wagen nach Hause fuhr. Und weil ich hoffte, dass er sich dabei den Hals brechen würde. Ich weiß, was ich getan habe. Ich ließ ihn losfahren. Dann bestieg ich meinen eigenen Wagen und fuhr nach Hause. Ich dachte, vielleicht triffst du ihn unterwegs. An einer Mauer, in einem Graben. Und schließlich fand ich ihn. Hast du gedacht, ich brech mir einen Hals? Ha? Plötzlich war mir klar, das ist ja verrückt, was du tun wolltest. Und ich freute mich, dass er lebte. Du kannst nicht mehr fahren, Richard. Setz dich rein, komm. Bitte, Richard. Ich fahr dich nach Hause. Geh weg! Ich komm schon wieder in Ordnung. Ich steck nur noch meinen Kopf ins Wasser. Richard! Lass mich in Ruhe! Da habe ich mich in meinen Wagen gesetzt und bin weggefahren. Das ist die reine Wahrheit, Herr Kommissar. Sind Sie nach Hause gefahren? Ich bin... Nicht nach Hause gefahren. Nein, ich bin zu ihr gefahren. Sie wird bestätigen können, was ich sage. Ich sagte ihr, was passiert ist. Dass er mit seinem Wagen an der Isar steht. Dass er völlig betrunken an den Fluss gegangen ist. Das ist alles.
Ich war so fertig. Ich bin sofort nach Hause gefahren. Komm, Ari. Roland! Roland! Komm mal her. Na komm. Guten Abend, Frau Kapp. Können wir hereinkommen? Ich weiß nicht, was Sie von mir noch wollen. Was soll der Lehrjunge hier? Es geht um die Nacht von Samstag auf Sonntag. Ihr Schwager ließ Sie herunterkommen und sagte Ihnen, Ihr Mann würde mit seinem Wagen unten am Isarufer stehen. Völlig betrunken. Ja, das sagte er. Das haben Sie uns bis jetzt verschwiegen. Warum denn eigentlich? Weil ich fragen, was dem Weg gehen wollte. Aber ich frage Sie noch einmal, was soll der Lehrjunge hier? Als Ihr Schwager unten an Ihrer Haustür klopfte, war der Lehrjunge nicht hier oben? Ja, er war hier oben. Er war hier oben, weil... Ihr Schwager fuhr also davon und Sie kamen wieder herauf und sagten dem Lehrjungen, was sagten Sie ihm? Was sagte sie dir? Er ist an der Isar unten. Mit seinem Wagen. Er ist völlig betrunken. Er ist sinnlos betrunken. Geh jetzt, Roland. Dann sagte sie, geh jetzt, Roland. Und du bist gegangen. Du bist an die Isar gegangen. Ja. Ich habe ihn gesehen. Er lag da wie tot. Ich dachte, ist da etwas passiert? Ich bin dann runtergegangen, weil ich sehen wollte, was mit ihm passiert war. Schickt sie jetzt dich. Komm, hilf mir. Wenn ich nach Haus gehen kann, sie zusammenschlagen. Und ich auch. Dich auch! Dich auch! Warum schlagen Sie Ihre Frau? Warum schlagen Sie Ihre Frau? Warum? Warum? Ich habe ihn umgebracht, weil sie sagte, hilf mir. Harry, bring den Jungen hinaus. Der Junge scheint da etwas ganz falsch verstanden zu haben.